Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie plant ihr eigentlich eure Düngung übers Jahr? Habt ihr das richtige Verhältnis aus Stickstoff, Phosphor und Kalium? Ja, um das etwas genauer zu planen, habe ich vor mehreren Jahren schon einen kleinen Jahresplan erstellt. Und in diesem Video geht es jetzt um die aktuelle Version. Also wenn ihr den Jahresplaner kennt und genau wisst, wie ihr damit umgehen müsst, dann braucht ihr euch dieses Video nicht anzuschauen. Ich habe ja noch genug andere Videos für euch zur Verfügung. Wenn ihr den Jahresplaner noch nicht kennt und euch eine einfache Berechnung der Nährstoffmengen pro Jahr interessiert, dann guckt euch gerne dieses Video an. Darum geht es heute. Ich werde diesen Jahresplaner nochmal im Detail erklären, wie der funktioniert. Und am Ende gibt es noch ein kleines Goodie. Also bleibt dran, wenn ihr daran Interesse habt. Bis gleich. So, lieber Rasenfixer, steigen wir mal in die Tabelle und jetzt geht's los. Ja, das ist der Jahresplaner. Der Jahresplaner besteht also aus zwei Seiten. Einmal der Jahresplan selbst mit hier rechts den Ergebnissen und dann eine Produktübersicht. Das ist neu, das habe ich geändert. Das ist neu an der Version 4.0. Also die Daten auf zwei Seiten verteilt, ein bisschen übersichtlicher sortiert. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr damit arbeiten könnt. Ja. Hier oben, ganz wichtig, müsst ihr erstmal die Größe eurer Rasenfläche eintragen, die ihr zu Hause habt. Denn sonst könnt ihr eure Streumenge nicht richtig berechnen. Also ihr habt zum Beispiel 400 Quadratmeter, was ganz sinnvoll ist, hier auch den pH-Wert zu dokumentieren. Ich halte den pH-Wert für sehr, sehr wichtig mittlerweile, weil nur mit einem optimalen pH-Wert werden die Wurzeln optimal den Dünger, die Nährstoffe aus dem Boden rausziehen. Hier habt ihr die Übersicht übers Jahr. Ich habe da schon ein paar Sachen eingetragen und das werde ich auch so verteilen. Das werdet ihr genauso bekommen als Vorgabe, als Empfehlung. Aber ihr müsst diesen Jahresplan auf eure individuellen Verhältnisse, auf eure individuelle Situation, auf eure Fläche anpassen. Ich weiß nicht, was ihr für einen Boden habt. Ich weiß nicht, wie oft ihr sanden müsst. Ich weiß nicht, wie viel Phosphor oder Kalium ihr schon im Boden drin habt. Ich weiß nicht, welche Gräserarten ihr habt. Ob ihr Gräser habt, die viel Stickstoff benötigen oder wenig Stickstoff benötigen. Das weiß ich alles nicht. Also ihr müsst nicht einfach das übernehmen, was ich euch hier liefere, sondern ihr müsst selber überlegen, was für euch sinnvoll ist. Also, wie arbeitet ihr mit dieser Tabelle? Das Allerwichtigste ist natürlich erstmal, die Produkte einzutragen oder die Produkte zu haben, die ihr verwenden wollt. Da hat jeder so seine Vorlieben. Der eine mag Kompo, der andere mag, was weiß ich, die Dünger aus dem Baumarkt oder aus Corner, von mir aus, organische Dünger. Ich habe hier eine ganze Reihe von Düngern eingetragen, Dünger, die ich interessant finde und Dünger, die ich auch teilweise selber verwendet habe. Ich habe immer gerne mit Kompo gearbeitet und deswegen sind hier so viele Kompo-Dünger drin. Aber wir haben ja auch von Grasshopper jetzt die neuen Dünger drin, die es jetzt neu in diesem Grasshopper-Shop gibt. Dann habe ich hier ein paar Dünger aus von Rasenwelt hier auch noch mit drin, hier der Maxwelt zum Beispiel. Diese Dünger könnt ihr verwenden. Ihr könnt aber natürlich auch eure eigenen Dünger hier noch darunter schreiben. Hier sind noch mal 9 Zeilen freigelassen von mir. Ihr könnt aber auch diese Produkte einfach überschreiben. Ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr eigene Dünger verwendet, diese Dünger dann da auch eintragen. Ich habe hier jetzt die wichtigsten Spalten mal vorgegeben, die aus meiner Sicht sinnvoll sind. Einmal natürlich, von welchem Hersteller kommt das Produkt. Dann, wo kriegt man das Produkt? Vielleicht einen Link zu Amazon oder eben zu einer Homepage, wie das hier bei Grasshopper schon drin ist. Dann habe ich hier eingetragen, ob es ein mineralischer, ein organischer oder eine Mischdüngung ist. Da gibt es ja gewisse Vorlieben. Dann meine Empfehlung, wann dieser Dünger sinnvollerweise einzusetzen ist. Also Frühjahr, Sommer oder Herbst. Das habe ich jetzt aus meiner Sicht eingetragen. Das sind nicht die Empfehlung des Herstellers. Das ist so meine Sicht auf den Dünger. Die Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
Ja, die Korngröße finde ich sehr wichtig. Ob es jetzt ein fein granulierter Dünger ist oder hat es ein grobes Korn. Die groben Körner sieht man besser auf der Fläche, vor allem wenn sie weiß sind. Die feinen Körner, die fallen halt sehr gut in die Grasnarbe rein, was ich sehr schön finde, und lösen sich auch meist sehr schnell auf. Dann die Empfehlung des Herstellers zur Streumenge, Gramm pro Quadratmeter. Und dann habe ich hier noch die Position meines Streuwagens hier eingetragen. Also wenn ihr auch den DEMA Schleuderstreuer in Edelstahl, den SW55 habt, dann könnt ihr die Position tatsächlich übernehmen. Sonst müsst ihr halt hier eure eigenen Einstellungen dokumentieren. Ist halt sehr sinnvoll, das zu dokumentieren, weil man nicht jedes Mal dann testen muss, ob die richtige Streumenge aus dem Streuwagen rausfliegt. Dann habe ich hier Richtpreise für diese Dünger mal eingetragen. Das muss nicht mehr aktuell sein. Leider steigen gerade die Preise für die Dünger ganz dramatisch. Also das wird alles teurer. Von daher weiß ich jetzt nicht, ich habe es nicht kontrolliert, das ist schon ein bisschen älter, diese Vorgaben, ob diese Preise noch so passen. Das sollen so ganz grobe Anhaltspunkte sein. Da müsst ihr dann letztendlich den Preis eintragen, den ihr für den Dünger bezahlt habt. Das Sackgewicht ist sehr wichtig, das muss eingetragen werden, ob es 25 oder 20 oder 10 oder 5 Kilogramm sind. Das ist einfach wichtig, um nachher auch die Kosten richtig zu berechnen. Dann ganz, ganz wichtig ist natürlich die Nährstoffverteilung. Das steht immer auf der Verpackung drauf. Da muss man teilweise ein bisschen suchen. Nicht alle Nährstoffe sind auf der Verpackung drauf, die hier in der Liste sind. Aber wenn eben der Nährstoff in Prozent auf der Verpackung steht, müsst ihr natürlich auch diese Daten hier eintragen. Ganz besonders wichtig natürlich die Makronährstoffe, Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium. So, das habe ich alles hoffentlich richtig hier eingetragen. Das müsst ihr auf jeden Fall nochmal kontrollieren. Es kann auch sein, dass sich die Nährstoffmengen über die Jahre verändern, dass die Hersteller ihre Dünger etwas verändern. Da müsst ihr gucken. Und hier rechts sind alles Rechenfelder. Ganz wichtig, die roten Felder sind Rechenfelder. Dahinter stecken teilweise etwas kompliziertere Formeln. Da solltet ihr möglichst nichts dran verändern. Es wäre auch nicht gut, irgendwelche Zeilen zu löschen oder dazuzunehmen. Überschreibt lieber die Tabelle mit euren eigenen Düngern und lasst hier hinten diese roten Felder völlig in Ruhe. Ihr müsst auch schauen, dass diese Felder immer alle gefüllt sind, denn sonst rechnet am Ende hier diese Tabelle nicht richtig. Ja, also das soweit. Ihr könnt natürlich auch hier sortieren, das geht natürlich auch. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich will jetzt nur Schleichwerbung, nur Grasshopper-Produkte euch anschauen. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht machen. Also man kann hier auch ein bisschen filtern. Sortieren geht auch, ist auch kein Problem. Ich würde es aber nicht unbedingt empfehlen. Es geht ja immer darum, ich habe die Datei nicht gesperrt. Also wenn irgendein Feld hier, irgendeine Tabelle zerschossen wird, ja, dann müsst ihr sie nochmal neu runterladen von unserer Homepage. Also das wäre natürlich ein bisschen schade, dann ist es ein bisschen die Arbeit umsonst. Gut, also das sind die Dünger, die ihr jetzt hier in eurer Jahresplanung verwenden könnt. Ich habe ja gesagt, starten die Saison, Bodenanalyse ist immer gut, könnt ihr hier eintragen. Ihr könnt also diese Tätigkeiten hier auch auswählen. Ihr könnt da schon mal lüften, meinetwegen. Jetzt im Februar habe ich auch gemacht, weil meine Fläche jetzt so ein bisschen matschig ist. Die ganzen Gräser sind abgestorben durch den Schneeschimmel. Kann man schon mal lüften oder eben eine Bodenanalyse machen. Und dann irgendwann bei 8 Grad Bodentemperatur oder meinetwegen bei 200 Grad Grünlandtemperatursumme zum Beispiel, könnt ihr das erste Mal düngen. So, ja, aber jetzt geht es natürlich um die Frage, ja, wie viel soll ich denn düngen? Was ist richtig? Und dazu schaut ihr euch erstmal rechts hier die Übersicht an. Da gibt es jetzt halt erstmal die Jahresbilanzübersicht über die Makro- und Mikronährstoffe. Die Makronährstoffe unterteilen sich nochmal in Primär- und Sekundärnährstoffe, das ist ja sehr wichtig, aber das sind halt die Hauptnährstoffe, Stickstoff, Phosphor, Kalium, und das sind die Sekundärnährstoffe, Magnesium, Calcium und Schwefel. Und dann gibt es halt noch die Spurenelemente oder Spurennährstoffe, die teilweise auch nicht ganz unwichtig sind, wenn man zum Beispiel zu viel Eisen
im Boden hat, dann sollte man möglichst kein Eisen streuen. Ja, und jetzt könnt ihr euch einen Plan machen. Was wollt ihr, wie viel Gramm pro Quadratmeter an Stickstoff wollt ihr im Jahr auf die Fläche bringen? Und da gibt es hier Vorgaben aus schlauen Büchern, hier aus dem Handbuch Rasen zum Beispiel. Ich habe selber auch noch zwei Empfehlungen hier eingetragen, was ich so machen würde als Vorgabe, wenn ihr zum Beispiel das deutsche Weidelgras vor allen Dingen auf der Fläche habt, die Lolium perenne, oder wenn ihr den Rotschwingel auf, also das feine Gras, die Ziergräser fördern möchtet, dann habe ich hier mal so zwei Eintragungen gemacht. Das sind meine Empfehlungen, ne, könnt ihr ganz was anderes nehmen, aber das wäre zumindest mal ein ganz guter Ansatz. Oder eben, wenn ihr jetzt hier andere Gräser fördern wollt, ne, die Poa Pratense zum Beispiel, die braucht 20 bis 30 Gramm Stickstoff, die Lolium tatsächlich auch. Die Festuca rubra, ne, nur 10 bis 15 Gramm. Ich habe jetzt mal hier 15 Gramm eingetragen. Oder ob ihr jetzt einen Fußballplatz düngen wollt oder ein Golfgrün düngen wollt, gibt es halt hier die entsprechenden Empfehlungen aus hier diesem schlauen Buch Handbuch Rasen. Es ist nur eine Empfehlung. Letztendlich müsst ihr selber entscheiden, wie viel Stickstoff, Phosphor und Kalium ihr hier auf die Fläche bringen wollt. Also ihr sagt zum Beispiel hier, ich möchte 25 Gramm Stickstoff auf die Fläche bringen. Und die eingetragenen Dünger liefern aber nur 15 Gramm Stickstoff. Und das könnt ihr hier unten auch in der Übersicht vielleicht ein bisschen schöner sehen, in so einer grafischen Übersicht, ne, soll und ist. Also graues soll, rotes ist. Ne, das heißt, oh hier, also mir fehlt Stickstoff. So, und jetzt geht's los. Jetzt arbeitet ihr halt mit eurer Planung, mit eurer Tabelle. Und dann sagt ihr, Mensch, ich habe jetzt so wenig Stickstoff. Und jetzt könnt ihr euch den richtigen Dünger auswählen. Und ich habe jetzt Folgendes gemacht. Wir springen nochmal zurück auf die Produkte. Ich habe jetzt hinter jedem Düngernamen nochmal die Makronährstoffe, die wichtigsten Nährstoffe, nämlich Stickstoff, Phosphor und Kalium, dahinter geschrieben als Zahlen. Also 5% Stickstoff, 2% Phosphor und 2% Kalium hat hier diese Agrosil-Algin von Compo. Das habe ich bei allen Düngern dahinter geschrieben, um erstmal ganz grob diese Hauptnährstoffe im Griff zu haben und sofort zu sehen. Und das erleichtert jetzt hier bei der Planung unheimlich die Arbeit. Ihr könnt also jetzt zum Beispiel hier sagen, okay, der Nero-Mix, der hat nur 12%. Ich möchte mal ein bisschen einen Dünger haben, der so ein bisschen kräftiger ist, also der Basatop Gason Extra zum Beispiel. Der hat 19% Stickstoff und auch die gleichen Phosphor- und Kaliummengen. Und wenn ihr jetzt hier rechts rüber schaut, dann seht ihr sofort, dass sich natürlich hier die Stickstoffmenge schon verändert hat. Wir hatten, können wir mal zurückgehen, wir hatten den Nero-Mix mit 12. Dann tragen wir den Nero-Mix nochmal ein hier, Nero-Mix 12. Und ihr seht, zack, der hatte jetzt hier 15,2. Hier steht auch 15,2. Und wenn ihr jetzt halt hier den, was hatten wir eben, komm her, was hatten wir eben, den Basatop Gason Extra nehmt, habt ihr schon 17,3. Da seht ihr es. So, das kann man natürlich noch mit der Menge spielen. Dann nehmen wir jetzt hier auch nochmal den Basatop Gason Extra. Und jetzt bin ich schon bei 19,5. Jetzt kann ich hier noch die Menge pro Quadratmeter verändern. Gehen wir auch hier auf 30 Gramm pro Quadratmeter. Und dann habe ich hier sogar schon 20 Gramm Stickstoff drin. So, und so spielt man damit rum. Jetzt kommt im Juni, haben wir hier diesen C-Nymph drin. Der passt mir jetzt auch nicht so gut. Ja, ein bisschen mehr Stickstoff, aber auch ordentlich Kalium haben. Also nehme ich zum Beispiel den Basatop NK von Compo. Und gehe auch nochmal auf 30 Gramm pro Jahr. Und so ziehe ich jetzt hier langsam die Stickstoffmenge hoch. Und jetzt gucke ich mal natürlich auch an, was machen denn die anderen Mengen? Oh ja, das Kalium, das steigt auch kräftig. Und also muss ich mal schauen, war vielleicht doch nicht so gut hier, so viel Kalium zu nehmen. Also nehmen wir einen Dünger, der vielleicht ein bisschen ausgewogener ist. Wo haben wir mal hier einen, der jetzt so ein bisschen gleich verteilt ist? Hier zum Beispiel der Floranit Twin Permanent 16715. Der sorgt dann ein bisschen dafür, dass das Kalium wieder runtergeht. Ja, und das ist genau die Spielerei, die ihr mit dieser Tabelle wunderbar und einfach durchführen könnt. Und so plant ihr dann eure Düngung für das Jahr. Und wenn dann das Jahr abläuft, tragt ihr immer die Ist,
Mengen und das richtige Datum ein. Das heißt, also ihr habt also jetzt hier tatsächlich im April, das war denn jetzt nicht die 200 Gramm Grünland, was habe ich da geschrieben? Grünland Temperatursumme, sondern das war eben dann, was weiß ich, der 25.03.2022. Da habt ihr tatsächlich gestreut Basafilm Gason extra mit nicht 30, sondern 35 Gramm. Und dann kommt ihr das nächste Datum rein und ja, so arbeitet ihr damit. Dann könnt ihr euch natürlich noch hier auch einen Tätigkeitsplan machen. Das sagt, im April wollt ihr das erste Mal Topdressen zum Beispiel. Ihr habt ja schon das Erifizieren eingetragen oder ihr macht gar kein Erifizieren, ihr macht ein Vertikutieren. Und dann seht ihr erst nach und dann wird gesandet. So macht ihr euch dann halt einen Plan, wann ihr welche Tätigkeiten durchführen wollt. Dafür stehen jetzt nicht ganz so viele Zeilen zur Verfügung. Ich hoffe, das reicht aus. Es macht wenig Sinn, jetzt hier diese Tabelle zu erweitern, weil dann verschiebt sich einfach hier diese Übersicht über das Gräserwachstum. Ich habe nämlich einfach als groben Anhaltspunkt auch das Gräserwachstum hier mal mit dargestellt, ganz grob. Das stimmt jetzt also nur wirklich grob. Das soll zeigen, wann ist es sinnvoll zu düngen, wann ist die Hauptwachstumphase der Gräser, nämlich hier im Mai. Und dann gibt es halt dieses Sommerloch, da sollte man möglichst eben nicht so viel düngen. Und dann kommt noch mal so ein bisschen Wachstumsschub im August, September. Und das ist halt ein Anhaltspunkt. Und wenn ihr jetzt hier eine Zeile einfügt, dann, dann passt eben einfach diese Bilanz nicht mehr und ihr müsst auch aufpassen, dass hier die Rechnung dann immer noch passt. Also ja, ich habe hier jetzt viele Zeilen reingebracht. Ich hoffe, das reicht für eure Planung aus. Ja, soweit ganz grob die Tabelle erklärt, der Jahresplaner erklärt. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mich einfach an. Oder schreibt eure Frage in die Kommentare rein. Ja, wenn euch der Jahresplaner interessiert, dann schaut gerne mal unseren Shop. Wir bieten den jetzt hier zum Start in die Saison zum halben Preis an. Ich glaube für ungefähr 3 Euro. Ich hoffe, damit wird euer Rasen noch schöner und noch besser gepflegt. Schreibt mir gerne, wie gesagt, in die Kommentare, wie ihr den Jahresplaner findet. Und dann viel Spaß damit und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Rasenfreak sagt Tschüssi.